In gut 10 Tagen ist es wieder soweit, der Hamburger Börsentag findet statt und das zum 25. Mal, also ein Jubiläum. Organisiert wird der Börsentag vom Hanseatischen Börsenkreis und dessen Vorstandsvorsitzender Nikolai Renken ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Nikolai, schön dich zu sehen. Moin, schön dich auch zu sehen. Nikolai, was erwartet die Besucher denn dieses Jahr? Ja, wir hatten jetzt ja leider 2 Jahre Pause auf unserem Börsentag, Corona-bedingt natürlich, und dürfen nach diesen 2 Jahren jetzt endlich das 25. Jubiläum feiern. Dementsprechend haben wir für die Besucher auch ein umfassendes Angebot aus Vorträgen und Ausstellern. Ja, das sind zum einen die ganz klassischen Aussteller wie Emittenten oder Broker, aber auch dieses Jahr ein paar besondere wie Blockchain und Kryptounternehmen oder auch Themen zu Frauen und Finanzen. Besonders ist dabei natürlich der Austausch mit Brokern, Emittenten und so weiter, ja, den man sonst eigentlich nirgendwo bekommt, außer vielleicht auf anderen Börsentagen. Wieder viel los. Welche Themen und Schwerpunkte siehst du denn dieses Jahr? Wir haben eine große Podiumsdiskussion zum Thema Investieren in Krisenzeiten. Das wird dementsprechend auch bei vielen Vorträgen und Ausstellern auch so das Hauptthema sein. Also natürlich der Ukraine-Konflikt, die hohe Inflation. Und dabei ist auch immer der Blick in die Zukunft richtig. Also wie schätzen die Experten die Lage in den nächsten 1, 2 Jahren ein? Wie sollte man damit umgehen und wie sollte man investieren? Und neben dem großen Thema, natürlich dem kapitalmarktrelevanten Thema Inflation und Krise, wird es auch noch kleinere Nebenthemen geben, wie Blockchain, Frauen und Finanzen oder auch alternative Anlagen, also Anlagen in alternative Assets. Und welchen Mehrwert können Besucher und vielleicht aber auch die Unternehmen mitnehmen? Also für die Besucher natürlich ganz klar, dass man sieht, was die Experten machen, wie die Experten sich auf die kommenden Jahre vorbereiten, wie die Experten derzeit handeln im hochinflationären Umfeld und bei den fallenden Kursen. Dabei kann man viele Tipps und Tricks für sich selber mitnehmen, für die eigene Anlagestrategie. Und dazu kommt man auch in den Kontakt mit ja, Nischenthemen, wie schon vorher angesprochen, Blockchain, Frauen und Finanzen, um darüber auch nochmal mehr zu lernen. Für die Unternehmen ist es natürlich super, auf dem Börsentag vertreten zu sein, um die Kundschaft, die Anleger auch mal persönlich kennenzulernen, den persönlichen Kontakt herzustellen, um zu zeigen, was man bieten kann und warum man vielleicht auch besser ist, als ein anderer Anbieter. Ja, und wie immer kommen auch einige bekannte Gesichter aus der Finanzbranche. Wer ist alles dabei? Wir haben dieses Jahr einige dabei. Moderiert wird zum Beispiel die große Podiumsdiskussion von Holger Scholze, dazu noch eine kleinere von Mick Knauf. Und an Experten dabei sind zum Beispiel Volker Hellmeier, Stefan Risse. Aus YouTube haben wir auch noch zwei bekannte Gesichter dabei. Einmal den Blocktrainer im Kryptobereich und René Velrendite. Der sollte ja eigentlich jedem ein Begriff sein mit seiner Reichweite. Dazu auch noch Thomas Middelhoff und zum Thema Frauen und Finanzen Jessica Schwarzer. So, jetzt bleibt nur noch eine Frage übrig. Welches Datum müssen wir uns im Kalender ankreiden und ja, welche Uhrzeit müssen wir uns merken? Also ganz wichtig, 12.11., den Termin merken in der Hamburger Handelskammer. Um 9:30 Uhr geht es los. Die große Podiumsdiskussion findet dann am Ende statt, um 17 Uhr. Und wir haben auch schon eine Opening-Podiumsdiskussion um 11 Uhr. Was auch wichtig ist, wo man auf jeden Fall bei sein sollte, wenn man sich für interessiert, selbst wenn nicht, einfach nur um Einblicke zu gewinnen, ist die Krypto-Lounge. Da werden einige Krypto- oder Blockchain-Unternehmen dabei sein. Wird auch den ganzen Tag laufen. Also ab 9:30 Uhr am 12.11. in der Hamburger Handelskammer dabei sein. Ja, und dabei sind auch wir von Inside Wirtschaft. Also es wird wieder viele Interviews von eurem Börsentag geben. Nikolai, danke dir und ich freue mich, dich dann schon bald zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Dankeschön nach Hamburg an Nikolai Renken vom Hamburger Börsentag, vom Hanseatischen Börsenkreis und Dankeschön an euch und Sie, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.